Ja, wieder herzlich willkommen. Es ist schön, dass wir auch heute Abend nach diesem wunderbaren Gottesdienst heute Morgen nochmal zusammenkommen können, um gemeinsam uns unter das Wort Gottes zu stellen, um seinen Segen zu bitten und ja, ihn darum zu bitten, dass er uns führt in vielleicht einen der eher schwierigeren Themen, über die man sprechen kann in der Bibel. Aber nichtsdestotrotz, es steht in der Bibel und wir tun gut daran, das werden wir sehen, wenn wir auch dieses Thema nicht auslassen in unserem persönlichen Studium, in unserem Glaubensleben. Unerschütterlich, auch wenn Verfolgung droht. Nun, vor einiger Zeit wurde ich auf ein sehr bemerkenswertes Video aufmerksam gemacht auf YouTube. Und zwar geht es in diesem Video um eine Schaffamilie. Und man sieht auf diesem Video, wie diese Schaffamilie am Waldesrand steht und grast. Und plötzlich sieht man, wie aus einer Böschung aus dem Wald heraus sich ein Wolf anschleicht. Also ist keine gestellte Szene irgendwo im Zoo aufgenommen. Und man sieht, wie der Wolf sich anschleicht und die Mutter mit zwei kleinen Schafkindern steht dort und merkt das nicht. Und als er sich so anschleicht und auf den Angriff vorbereitet, geschieht plötzlich etwas, was niemand erwarten würde. Anstatt die Flucht zu ergreifen, stellen sich die Schafe, vor allem das Mutterschaf, direkt dem Wolf entgegen und warten einige Sekunden und rennen auf den Wolf zu. Und man sieht den Wolf, wie er plötzlich nur noch in der Staubwolke den Waldweg entlang rennt und verschwindet. Nach einigen Sekunden sieht man, wie er hinten am Weg vielleicht dachte, Moment, eigentlich sollten doch die rennen und ich bin der Wolf. Und er überlegt sich das nochmal und dreht um und wagt einen zweiten Angriff. Und wie er jetzt sich nochmal anschleicht, aber jetzt hat die Schafsmutter, wusste sie, da ist ein Wolf, und sie stellt sich mit den zwei kleinen Schäfchen ihm entgegen und er kommt näher und es geschieht nochmal und die Mutter rennt auf diesen Wolf zu und der Wolf verschwindet endgültig. Das scheint nicht in unsere Vorstellung zu passen von dem, was wir über Schafe und Wölfe wissen, oder? 2000 Jahre bevor es YouTube gab, berichtet die Bibel über einen Hirten, der seine Schafsherde mitten in ein Wolfsrudel schickt. Viele haben die Vorstellung, dass Schafe nicht sehr schlau sind. Deswegen gibt es auch diesen Sprichwort, du dummes Schaf. Ich weiß nicht, woher das kommt, dieses Sprichwort, du dummes Schaf. Ich weiß, dass sie kurzsichtig sind, aber so dumm können sie nicht sein. Denn wenn auch das Schaf nicht das klügste Tier ist, das wissen wir, so ist es doch bekannt für einen sehr ausgeprägten Gemeinschaftssinn. Wenn ein Schaf in ein gefährliches Umfeld kommt, verhält es sich nämlich sehr intelligent. Schafe verstehen, dass sie im Regelfall keinen wirklichen Schutz haben, außer ihre Herde. Und sobald ein Wolf kommt, ist es der natürliche Instinkt der Schafe, zusammenzukommen, und ich bitte darum, dieses Wort sich gut zu merken. Sie pressen sich aneinander so fest und sie geben damit dem Signal allen feindlichen Kräften, die von außerhalb wirken können, geben sie das Signal, wir sind nicht so ein einzelnes Schaf, das da steht, dass man so einfach gefressen werden kann, sondern wir sind eine Herde und wir stehen zusammen. Plötzlich wird aus einem Schaf ein großes Objekt. Das Signal ist, wir gehören zusammen, wir sind nicht allein. Was wollte Jesus uns mitteilen, als er in Matthäus Kapitel 10, Vers 16 sagt, der Text ist bekannt, dass er uns wie Schafe unter die Wölfe sendet? Es ist nicht die Aufgabe eines Hirten, und vor allem wenn es ein guter Hirte ist, dass er seine Schafe vor den Wölfen schützt und sie nicht direkt zu den Wölfen sendet.
Lesen wir mal den Text in Matthäus 10 und dort ab Vers 16 bis 22. Matthäus 10, 16 bis 22. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Ich springe jetzt direkt nach 21. Es wird aber ein Bruder den anderen dem Tod preisgeben und der Vater den Sohn. Und die Kinder werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Wer aber bis ans Ende beharrt, der wird gerettet werden. Nun, es ist klar, wenn man die Bibel liest, dann möchte man natürlich sich am liebsten auf andere Themen konzentrieren. Das ist kein Text, den man so leichtfertig mal zur Abendandacht liest. Es ist eine Prophezeiung von Jesus in die Zukunft. Und das ist eine harte Speise, es ist eine harte Kost, das, was hier Jesus sagt. Es sieht voraus, dass er sagen wird, dass seine Nachfolger, seine Herde, seine Schafe in die Situation kommen würden in der Zukunft, wo sie von allen, von jedermann gehasst werden würden. Und zwar auch der Grund wird genannt, um seines Namens willen. Wir erinnern uns vielleicht, dass in Offenbarung steht, von den 144.000, von denjenigen, die dem Lamm nachfolgen, wohin es geht, da heißt es, sie haben auf ihre Stirn den Namen geschrieben des Vaters, den Namen des Lammes und der Stadt. Das heißt, der Name Christi, Jeschua, Joshua, der Name Gott ist Rettung. Das ist eine Verheißung, ein Versprechen, Gott ist Rettung. Oder Immanuel oder welchen Namen wir nehmen bei Christus, ist immer eine Verheißung drin. Der Name hat was an sich und die Menschen hier haben was an sich, die Jesus folgen, was den Hass derer erregt, die die Wahrheit hassen. Und wir haben ja, ich baue auf das, was wir in den letzten zwei Themen studiert haben. Aber Jesus gibt die Verheißung, er sagt, wer ausharrt, wer aushält, der wird gerettet werden. Es ist nicht mein Lieblingsthema, ich gebe es zu, in der Bibel, Verfolgung. Aber es ist ein Thema von meines Erachtens, über das wir sprechen müssen und studieren müssen. Denn was ist, wenn der Zeitpunkt kommt, wo wir in eine Situation kommen, wo wir sagen, warum hat das mir niemand gesagt? Warum habe ich das nie in der Bibel studiert? Und wir sehen, wie heute schon in unserer Zeit, obwohl wir demokratische Systeme haben, obwohl wir eine Gesellschaft haben, die sich an Grundrechten orientiert, sehen wir, und ich möchte hier jetzt nicht in diese ganze Corona-Geschichte reingehen, aber wir haben gesehen, allein schon in den letzten Monaten, wie hier, allein schon durch diese Krise, die wir da beobachtet haben in den Medien, wie schnell man aufgrund von einer Haltung, Überzeugung, in eine Situation kommt, wo man mitunter auch Schwierigkeiten bekommen kann, wenn man sich nicht an die Regeln hält, die einem gesagt werden, selbst dann, wenn sie keinen Sinn machen. Aber Jesus versucht auch nicht, die Kosten der Nachfolge zu kaschieren. Botschafter für Christus in dieser Welt zu sein, an seiner Stelle in diese Welt zu gehen mit dem ewigen Evangelium, sagte er uns, würde ernste Konsequenzen mit sich ziehen. Er hat uns das nicht verheimlicht. Und für die meisten von uns hier in Deutschland, Europa oder sogar Amerika ist das Thema Verfolgung aus Glaubensgründen überhaupt gar kein Thema. Wir wissen gar nicht, warum wir darüber sprechen sollen. Ich meine, warum wir, das können andere irgendwo vielleicht in islamischen Gegenden der Welt oder ich kenne Gegenden in Südostasien, zwischen Indonesien, Philippinen, das Sulu-Archipel, in anderen Staaten, auch muslimischen Staaten, islamisch geführten Staaten, wo man sagen könnte, ja, geh dahin, da kannst du das Thema predigen, doch nicht bei uns in Deutschland. Obwohl es bei uns unter denen, die jetzt zuhören, vielleicht einige gibt, die das an ihrem eigenen Leib erlebt haben. Ältere Menschen, ältere Geschwister, die vielleicht sogar wegen ihres Glaubens in Gefängnissen saßen. Ich kenne zumindest einige liebe Menschen,
die aufgrund ihres Glaubens in Rumänien und auch damals in der Sowjetunion im Gefängnis einsaßen. Also es gibt schon auch einige unter uns, die hier zuhören, die das vielleicht sogar erlebt haben. Aber ansonsten, Christenverfolgung im Jahr 2020? Ist das wirklich ein Thema? Es gibt eine Organisation, Open Doors, ich weiß nicht, wer davon gehört hat, wahrscheinlich die meisten werden irgendwann mal davon gehört haben. Es ist eine christliche Organisation und die führt einen Weltverfolgungsindex. Den kann man entweder online einsehen oder sich bestellen in Papierform. Ich bin da online reingegangen und es sind 500-seitige Ausgabe von 2019, das ist die aktuelle Ausgabe. Und dort kann man lesen, dass derzeit weltweit etwa 200 Millionen Christen, ich zitiere, einem hohen Maß an Verfolgung ausgesetzt sind. 500 Seiten, ich habe die nicht alle gelesen, ich bin durchgegangen. Und da muss man manchmal aufatmen und sagen, das habe ich nicht gewusst, dass es in den Ländern, und sie zeigen genau, sie führen Statistik über alle Berichte, die ihnen zukommen, 500 Seiten an aktuellem Verfolgungsindex. Und hier findet sich das gesamte Spektrum von Ausgrenzung über Folter bis hin zur Tötung, wohlgemerkt nur unter Christen. Und die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte, sie hat eine Zahl herausgegeben, auch Ende 2019, und darin schätzt sie, dass jedes Jahr mindestens 8.000 Christen für ihren Glauben getötet werden. Jedes Jahr, haben wir das gewusst? 8.000 jedes Jahr. Nun, bei diesen Zahlen geht es mir und bei diesen Menschen geht es mir gerade überhaupt nicht darum, wer sind die und was glauben die im Detail? Es sind verschiedene christliche Gruppierungen, die hier betroffen sind. Aber Fakt ist, dass das alles Menschen sind, die Verfolgung, Folter und Tod erleiden, aufgrund dessen, dass sie sich zum Namen Jesu Christi bekennen. Und das ist gemeinsam an ihnen. Und bei diesen Zahlen, die hier genannt wurden, die ich gerade hier zitiert habe, ist noch nicht einmal Mobbing und üble Nachrede und Stigmatisierung in unseren eigenen Ländern und eigenen Gemeinden mit eingerechnet. Die sind in dem Index nicht vorhanden und das ist auch eine Art Verfolgung. Und die ist nicht zu unterschätzen, wer das mal erlebt hat. Christenverfolgung ist real, das ist mein Punkt. Sie ist heute im Jahr 2020 so real wie die letzten 2000 Jahre, seitdem Jesus vorausgesagt hat, dass das geschehen würde für die, die ihm nachfolgen wollen. Und glauben wir der biblischen Prophetie, und davon gehe ich aus und hoffe, dass wir das tun, wird es laut Offenbarung 14 zu einer globalen Verfolgung kommen, Entschuldigung, Offenbarung 13, zu einer globalen, weltweiten Verfolgung kommen. Und zwar all derer, so heißt es in Offenbarung 14,12, die den Glauben Jesu haben und Gottes Gebote halten. Merkmale, die den Hass, sagte Jesus, auf sich ziehen würden. Wenn euch die Welt hasst, so sagte Jesus, ich lese hier aus Johannes 15, Verse 18 bis 22, wer mitlesen möchte. Johannes 15, 18 bis 22. Wenn euch die Welt hasst, so sagt Jesus, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, unser Thema heute Morgen, profan oder heilig, wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Und hier haben wir jetzt den Grund, bevor wir Vers 20 lesen. Hier steht es schwarz auf weiß. Jesus hält nicht zurück, er sagt, der Grund für den Hass, den er bekam, als er auf dieser Erde war, war, dass Jesus nicht von dieser Welt war. Er war heilig. Wir haben heute Morgen studiert, was es bedeutet, heilig zu sein nach biblischen Bedeutungen.
Und Gott uns einlädt und die Berufung ausspricht, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein. Das war der Grund, warum Jesus gehasst wurde. Er war nicht von dieser Welt. Er sagte immer wieder, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre er ein weltlicher Herrscher gewesen, hätte er weltliche Mittel eingesetzt, hätte er Politik benutzt, so wie Judas das wollte. Er wollte Jesus missbrauchen als Zelot einer dieser politischen Parteiungen, die toll fanden, dass Jesus kommt und die Menschen ihm anhängen. Sie wollten Jesus zu ihrer Zeit benutzen, wie damals Hitler benutzt wurde, für die Zwecke einer Partei und dann nicht merkten, wie sie plötzlich das alles aus dem Ruder läuft und dass alles anders kommt, als sie gedacht haben. Aber Jesus ließ sich nicht missbrauchen für politische Zwecke. Hätte er das gemacht, wäre er wahrscheinlich ein gefeierter Held gewesen damals. Und sein Weg wäre nicht ans Kreuz gegangen, sondern auf einen Thron. Aber er sagt auch, weil wir nicht von dieser Welt sind, deswegen hasst euch die Welt. Vers 20. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt? So werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten? Und das ist die gute Botschaft, so werden sie auch euer Wort halten. Lasst uns den Tatsachen ins Auge blicken. Wir wollen hier keine Augenschmiererei machen. Es liegt in der Natur der Sache, dass Wölfe und Schafe wesensfremd sind. Ich glaube, das wird keiner bezweifeln. Zumindest in dieser Zeit, in der wir leben. Ebenso verhält es sich mit der Welt und den Kindern Gottes. Charles Spurgeon sagte, und ich glaube, ich muss nicht erklären, wer es ist, die meisten haben den Namen gehört, er wurde genannt der König, der Prediger, Baptistenprediger. Er sagte 1877 in einer Ausarbeitung Schafe unter Wölfen folgenden Satz. Ein Schaf inmitten von Wölfen ist sicherer als ein Christ inmitten gottloser Menschen. Aber warum ist das so? Seit Anbeginn sehen wir zwei Linien im Widerstreit zueinander. Wo es einen Abel gibt, gibt es einen Kain, der ihn erschlägt. Oder ein Noah, dem eine gottlose Welt widerspricht und verspottet. Wo es einen Isaak gibt, gibt es einen Ismael, der ihn anfeindet und eifersüchtig ist. Wo es einen Jakob gibt, gibt es einen Esau, der ihn versucht zu töten. Und er fliehen muss vor seinem eigenen Bruder. Mit anderen Worten, was ich hier sagen will, es kann kein Israel geben ohne Pharao. Keine übrigen ohne Drachen. David muss von Saul gejagt werden und Jesus von Herodes. Es gibt eine gottgegebene Feindschaft und die wird uns am Anfang der Bibel berichtet durch Jesus selbst, der Adam und Eva gegenübersteht und sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und deinen Samen und der Schlange und ihren Samen. Und dass jemand kommen würde, und er bezog das auf sich, dass er eine Lösung dafür hat, für diese Feindschaft. Das war in 1. Mose 3, Vers 15, was ich gerade zitierte. Und Jesus macht uns deutlich durch die ganze Bibel im Alten und Neuen Testament, durch Prophezeiungen, durch Aussagen, verknüpft mit Verheißungen natürlich, dass diese Feindschaft bis zum Ende der Zeit bestehen bleibt, von der er spricht am Anfang nach dem Sündenfall. Das heißt, wir müssen einfach hier erstmal, bevor wir tiefer hineingehen und die Lösungen sehen, müssen wir erstmal einfach den Status quo mit Namen nennen. Wir müssen festhalten, es gibt keine Alternative dazu. Die Verfolgung, der Hass gegenüber den Nachfolgern, dem Samen Evas, den Gläubigen,
wird bestehen bleiben bis zum Ende. Und ich bin in der Überzeugung, aufgrund des biblischen Zeugnisses, sie wird nicht nur bestehen bleiben, sondern sie wird, je näher wir an die Wiederkunft kommen, desto größer wird der Hass werden. Diejenigen, die mit Gott eng verbunden sind, und ich lese hier aus einem Zitat aus der Zeugnisse Band 4, Seite 525. Ein interessantes Zitat, wie ihr Geist der Weissagung das zusammenfasst. Diejenigen, die mit Gott eng verbunden sind, werden oft schwer geprüft und betrübt. Josef wurde verleumdet und verfolgt, weil er seine Tugend und Integrität bewahrte. David, der Auserwählte, Gesandte Gottes, wurde von seinen boshaften Feinden wie ein wildes Tier gejagt. Wir wissen, wir erinnern uns an die Wüste in Engedi, wo Saul ihn töten will mit 3000 Leuten und ihn in die Ecke treibt. Das war der Zeitpunkt, wo David diesen Psalm gedichtet hat. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher mir meine Hilfe kommt. Daniel wurde in eine Löwengrube geworfen. Warum? Weil er Loyalität zu Gott hatte und treu und unnachgiebig war. Hiob, er wurde seines weltlichen Besitzes beraubt, am Leib geplagt durch einen furchtbaren Aussatz. Seine Kinder, seine gesamten Verwandtschaft bis auf seine Frau wurden getötet. Und seine Frau hat ihm ins Gesicht gesagt, komm, sag doch deinem Gott ab. Und dann wird das Leben wieder besser. Warum? Wegen seiner Integrität und Treue. Es heißt gleich am Anfang von Hiob, da war ein Mann im Lande Us. Sein Name war Hiob. Er war rechtschaffen und gottesfürchtig. Und er mied das Böse. Das war der Grund. Jeremia als Prophet sprach die Worte, die Gott in seinen Mund gelegt hat. Was war das Resultat? Aufgrund seines Zeugnisses dem König gegenüber wurden die Fürsten damals so wütend, dass er, die Bibel berichtet, in eine Grube geworfen wurde, und die Geschichtsschreibung sagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es wird gesagt, überliefert, dass er sogar von seinem eigenen Volk getötet und gevierteilt wurde. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber er ist sicher nicht in einen schönen Tod gestorben. Stephanus, Apostelgeschichte 7, wurde gesteinigt, weil er Christus und das Kreuz predigte. Paulus wurde inhaftiert, mit Stangen geschlagen, gesteinigt und schließlich getötet in Rom, weil er ein treuer Botschafter Christi war. Merken wir das, die Vergehen, die wir hier zusammensammeln? Ich zitiere weiter. Der das Evangelium zu den Heiden brachte. Der geliebte Johannes wurde auf die Insel Patmos verbannt, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Zitat Ende. Als ich das Zitat las, habe ich gedacht, interessant, die Ursachen für Verfolgung und Hass, das Vergehen, die Delikte, wenn man die alle aneinander reiht, hört sich das folgendermaßen an. Ich lese das Zitat nochmal, nur, ich lasse alles weg und lese nur mit einem Farbstift markiert, die Ursachen für Hass und Verfolgung. Dann hört sich das Zitat so an. Mit Gott eng verbunden, Bewahrung der Integrität, Erwählung von Gott, Loyalität und Gehorsam zu Gott, Standfestigkeit, Verkündigung von Gottes Wort, Christus und das Kreuz predigen, treuer Botschafter Christi sein, Evangelium den Heiden bringen, Wort Gottes und Zeugnis Jesu glauben und verbreiten. Kannst du dich damit identifizieren, mit dieser Aufzählung? Dann wisse, es gibt keine Erwählung als Botschafter für Christus, ohne den Hass des Drachens und die Ablehnung dieser Welt zu erleben. Es ist nicht möglich. Die Bibel sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen,
müssen Verfolgung erleiden. Da steht nicht werden können, wahrscheinlich, statistisch gesehen. Es heißt hier, wenn, dann. Und das gefällt uns nicht. Ich weiß das. Diese absolute Aussage. Man könnte doch wenigstens ein bisschen aufmachen und sagen, könnte wahrscheinlich, mit großer Wahrscheinlichkeit, alle, die gottesfürchtig leben wollen. Nein, es steht, Paulus sagt hier, inspiriert durch den Geist, alle, die das tun wollen, werden verfolgt werden. Wie die Verfolgung aussieht, ist noch eine andere Sache. Das heißt ja nicht, dass jeder sofort auf den Scheiterhaufen geworfen wird. Aber ich erinnere mich, als ich frisch getauft war und ich als Handwerker in den Baubuden auf den Baustellen war mit meinen Kollegen, das war nicht immer einfach, mit meinen Kollegen in einer Baubude zu sitzen. Das war nicht einfach. Der Spott und der Hohn und das Lachen, wenn ich betete und was ich aß und dass ich kein Bier trank und keine Frauenwitze machte. Ich war einfach wie ein grünes Männchen in dieser Bude. Und das haben die mir auch spüren lassen. Es gibt eine Art Verfolgung und Hass, die in verschiedener Weise einen treffen kann. Mobbing, üble Nachrede. Und das ist nicht einfach zu tragen. Es gibt Menschen, die deswegen in den Selbstmord getrieben wurden. Es gibt Menschen, die waren so belastet, dass sie den Rest ihres Lebens körperliche Schäden davon getragen haben. Das ist nicht so einfach. Wenn wir von Hass und Verfolgung sprechen, dann sehen wir natürlich erst immer den Scheiterhaufen, wo Jan Hus und andere drauf saßen oder standen. Aber das bedeutet das nicht immer. Es hat verschiedene Formen. Und der Satan hat verschiedene Methoden in seinem Spiel. Luther pflegte zu sagen, Zitat, Kain wird Abel bis zum Ende der Welt töten, wenn er kann. Und wenn möglich, würde er dies weiter tun, bis Wolf und Lamm beieinander liegen. Und Gott sei Dank schreibt das die Bibel in Jesaja. Der Ausblick ist nicht Tod, Verfolgung und Hass. Die Bibel geht weiter und sagt, wer bis ans Ende beharrt, der wird selig werden. Und selig ist ein Wort, das muss ich erklären. Selig meint nicht einfach nur, der wird gerettet werden. Selig heißt, Makarios heißt, der wird glücklich werden. Das Ende in der Bibel, ja, die Bibel spricht von Verfolgung und Hass, aber sie hört damit nicht auf. Märtyrertum, sondern es hat einen anderen Ziel, ein anderes Ziel. Wolf und Lamm werden beieinander liegen. Aber wie oft finden wir uns darin wieder, gegen die Feindschaft anzukämpfen oder zu protestieren, ja oder nein? Wenn wir es erleben, wie oft ertappen wir uns, dass wir das nicht wahrhaben wollen und wir fangen an, uns dagegen zu wehren. Wir verteidigen uns, wir erklären uns, wir diskutieren oder im schlimmsten Fall, wir bemitleiden uns selbst, dass das passiert. Ohne zu bemerken, dass wir genau dadurch dem Satan die Möglichkeit geben, uns zu ruinieren. Ich selber steckte in solchen Situationen und ich hätte mich falsch verhalten, wenn ich nicht auf die Knie gegangen wäre. Ich denke an bestimmte Ereignisse, wenn ich nicht auf die Knie gegangen wäre an einem bestimmten Morgen und gesagt hätte, lieber Gott, was soll ich tun? Und er mir genau gezeigt hatte, was ich tun soll. Er hatte mir damals gesagt, ich habe nicht die Stimme buchstäblich gehört, aber er hatte mir in meinen Sinn ganz klar gesprochen. Er hat gesagt, was denkst du, wer du bist? Wenn sie mich verfolgt haben, was glaubst du, wer du bist? Dass du ausgenommen bist dafür, dass du ehrlich an diesem Punkt sein willst und wahrhaftig sein willst und dann Knüppel kriegst? Wer bist du? Das waren die Gedanken, die er mir geschenkt hat und ich musste um Vergebung bitten. Mir wurde klar, was ist das für eine Anmaßung, dass wir als Nachfolger glauben, dass das an uns vorübergeht. Das Geheimnis ist, solange ich gegen Verfolgung und Hass ankämpfe, gegen das, was ich erlebe, was mir nicht passt, solange ich dagegen ankämpfe, ist es auch mein Kampf. Und den verliere ich. Denn es kämpft hier jemand, der Vater der Lüge, von dem Jesus sagt in Johannes 8, er ist ein Mörder von Anfang an.
Ich kann den Kampf nicht gegen ihn gewinnen. Nicht dadurch, dass ich erkläre, verteidige, diskutiere und mich bemitleide. Sollten wir nicht von unserem Vorbild lernen in dem Punkt? Es ist die einzige Möglichkeit, hier nicht zu verzweifeln, wenn man das erlebt. Und eine Perspektive zu haben, wo man sich freut auf die Zukunft, wenn man studiert, wie Jesus damit umging. Er ist unser großes Vorbild. Jesus, das Lamm Gottes. Und es heißt von ihm, ich lese aus Jesaja 53, das berühmte Kapitel, lese ich hier nach der Schlachterübersetzung ab Vers 7. Hören wir. Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, eine Voraussage auf das Kommen des Messias. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Achten wir darauf, was die Methode Jesus ist, umzugehen mit Hass und mit Satan, der ihn attackiert und töten will. Er tat seinen Mund nicht auf, wie? Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Es ist ein Phänomen. Schafe, das ist traurig, wer das mal gesehen hat, das ist nicht schön anzuschauen. Aber Schafe machen keinen Terror, bevor sie getötet oder geschächtet werden. Die stehen wirklich da bis zur letzten Sekunde. Das ist traurig. Aber das ist das, was hier steht. In einer einzigen Aussage, habt ihr mitgezählt? Ein einziger Vers. In einer einzigen Aussage darüber, wie Jesus mit Hass gegen sich umging, wird dreimal gesagt, dass er seinen Mund nicht auftat. Ist euch aufgefallen? Und dasselbe wiederholt sich in vielen anderen Situationen. Schauen wir in Matthäus 26, 62. Matthäus Kapitel 26, Vers 62. Dort heißt es, und der Hohepriester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nicht auf das, was diese gegen dich bezeugen? Anklage, Mobbing, Lügen, härteste Bedrängnis, falsche Zeugen geholt, nur damit man Jesus, und das steht in der Bibel, sie hatten nämlich vor, den Plan, ihn zu töten, das war ihr Plan. Sagst du nichts gegen dich? Was glaubt ihr, was passiert wäre? Wäre Jesus hier vor dem Herodes gestanden? Vor dem Hohepriester gestanden und hätte gesagt, Entschuldigung bitte, aber ihr habt da ein Missverständnis, ihr verwechselt mich, ich habe nichts getan, ich bin unschuldig, ich bin das Lamm Gottes, es steht von mir geschrieben, dass ich an mir keine Sünde gefunden wird. Was glaubt ihr, was passiert wäre? Warum hat Jesus geschwiegen? Es heißt hier in Vers 63 im nächsten Vers, aber Jesus schwieg still. Andere Situation, Matthäus 27, Verse 12 bis 14. Und als er vor den Hohepriestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Markus 15, Vers 4 und 5. Pilatus aber fragte ihn abermals, antwortest du nichts? Siehe, wie hart sie dich verklagen? Jesus aber antwortete nichts mehr. 1. Petrus 2, 23. Der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde. Der nicht drohte, als er litt. Er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet. Hier ist die Lösung. Und zwar in vielfacher Hinsicht. Wir werden das jetzt erarbeiten. Warum ist das die einzige Lösung? Schafe machen den Mund nicht auf. Selbst wenn sie getötet werden. Wisst ihr, was von Jan Hus berichtet wird? Wahrscheinlich wisst ihr es. Rhetorische Frage. Aber für die, die es nicht wissen. Als Jan Hus auf dem Scheiterhaufen in Konstanz verbrannt wurde, das steht in zwei Zeugnissen, die ich gelesen habe, Originaldokumenten von früher. Sogar ein katholisches Geschichtsdokument und ein böhmisches. Da heißt es, dass Jan Hus sang, als er in den Flammen stand. Kaum vorzustellen.
erwählt, um Christus in allem gleich zu sein. Wir reden davon, dass wir in Christus allem gleich sein wollen. Wir wollen ihm folgen. Wir wollen ihm folgen in dem Segen, in der Heiligkeit. Wir wollen ihm folgen in dem Heil. Wir wollen ihm folgen in seinem Lebenswandel, in seinem Lebensstil. Wir wollen ihm folgen in seiner Demut, in seiner Sanftmut. Wir wollen all diese Charaktereigenschaften so gerne und wollen gerne Jesus folgen. Wollen wir ihm auch folgen? In seiner Schmach und in seinem Hass, den er erlebt hat? Sehen wir nochmal genau hin. Welcher Grund wird von Jesus genannt, warum Botschafter Christi gehasst werden? Ich lese nochmal Johannes 15, ab Vers 19. Johannes 15, 19, wir haben es schon gelesen, ich möchte nochmal wiederholen. Wärt ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Und wie einfach ist hier der Gedanke und die Versuchung, ihr Lieben, Druck abzulassen vom Kessel. Was macht man, wenn der Kessel, ich bin nicht so versiert mit Dampfkochtöpfen, aber ich habe einen heiden Respekt vor diesen Dingen. Ich habe nämlich mal erlebt bei meiner Mutter, wie so ein Ding durchgeknallt ist und zum Glück stand niemand in der Nähe. Da hat es eine richtige Delle in die Decke gehauen. Und wenn Druck entsteht, der so stark wird, dass es droht, dass es platzt und dass man es nicht mehr erträgt, dann ist der einfachste Weg, das Ventil zu öffnen und einfach Druck abzulassen. Zurück! Drohen! Schimpfen! Schlagen! Beißen! Sich selbst verteidigen! Druck ablassen! Aber hier steht in Vers 19, weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Heute Morgen haben wir darüber gesprochen, dass Erwählung und Berufung nicht von Heiligkeit getrennt werden kann. Die gehören zusammen. Wer berufen wird von Gott und diesen Ruf annimmt. Wir haben gelesen, Paulus sagt, wir sind mit einem heiligen Ruf berufen. Petrus sagt das auch. Wenn ich mich für diese Berufung der Nachfolge entscheide, weiß ich, das impliziert, dass Gott von mir erwartet, dass ich heilig bin, wie er heilig ist. Was immer das bedeutet, wir haben studiert. Aber hier steht, dass Berufung genauso hier einhergeht mit dem, was er hier sagt. Jetzt habe ich gerade meine Stelle verloren. Hier ist es. Erwählung, Johannes 15, 19, geht einher mit dem Hass der Welt. Und es geht nicht anders. Und ich sage das deswegen so deutlich, weil erst dann Frieden möglich ist in meinem Leben. Erst dann, wenn ich das akzeptiere. Solange ich mich dagegen wehre und dagegen kämpfe, gegen Hass und gegen all das, was gegen mich getan wird, aufgrund dessen, dass ich Gottes Willen tun will. Solange ich dagegen gehe und mich verteidige oder sonst was unternehme und versuche, das Ventil aufzumachen. Solange bin ich co-abhängig von dem, der es mir antut. Und diese Co-Abhängigkeit, das ist die Falle, das ist die Sklaverei. Der andere hat mich in der Hand. Er braucht nur den Druck zu erhöhen und schon reagiere ich, wie er will. Und das ist, was der Satan tut. In verschiedener Weise, er hat verschiedene Spielmethoden mit jedem, je nachdem, welchen Charakter ein Mensch hat. Er weiß genau, wie er spielen muss. Aber solange ich das zu meinem Kampf mache, solange ich hier gegen den Hass mich aufbäume und sage, das ist nicht gerecht, das ist nicht gut, ich möchte das nicht erleben in meinem Leben, solange bin ich co-abhängig und solange werde ich in diesem Kampf verlieren. Körperlich, psychisch, seelisch. Und letztendlich werde ich im Glauben vielleicht Schiffbruch erleiden. Wir müssen uns die Frage stellen, was an der Erwählung der kritische Punkt ist, dass Christi Botschafter und Nachfolger so sehr zum Hassobjekt wurden und werden. Was ist es, dieser kritische Punkt? Ist es vielleicht das Bekenntnis zu Christus, dass ich zu Leuten sage, ich glaube an Jesus, ich bekenne mich zu Jesus. Ist es das? Was ist das, was diesen Hass Satans plötzlich überschwappen lässt und er seine Werkzeuge in der Welt hat, um sie zu benutzen gegen mich? Was ist es? Ich glaube an Gott?
Oder ist es das, dass man Jesus einfach Herr nennt? Sich bekennt zu Jesus als Herrn. Ist es das? Nein. Denn in Matthäus 7, 28 lesen wir auf die Frage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen, geweissagt, Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen prophezeit, habe ich schon geweissagt, Dämonen ausgetrieben und geheilt? Und die Antwort lautet, ich habe euch noch nie gekannt. Geht weg von mir, ihr Übeltäter, ihr Täter der Gesetzlosigkeit, steht dort wörtlich. Also es kann nicht sein, sich zu Jesus zu bekennen. Das kann es nicht sein. Denn hier sind Menschen, die in Wirklichkeit Werkzeuge des Satans sind. Obwohl sie glauben, sie dienen Gott. In seinem zweiten Brief gibt Petrus einen Hinweis darauf, was die Erwählung zu einem solch kontroversen Angelegenheit macht. Ich lade euch ein, einen Text zu lesen, den wir heute Morgen schon gelesen haben. 1. Petrus 2, Vers 9. 1. Petrus 2, Vers 9. Aber diesmal von einer anderen Perspektive aus betrachtet. 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Und hier steht das Wort bei auserwählt, bitte merken, im Griechischen, das ist hochinteressant, hier steht das Wort Eklekton. Ek, die Vorsilbe, Ek heißt aus, heraus, und Lekton ist eine Deklination von Kaleo, rufen. Das Wort heißt hier im Griechischen rausrufen, herausrufen. Ihr aber seid das herausgerufene Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, und hier steht das Wort bei verkündigen, das Wort Evangelium, ex angelo, Achtung, die Wohltaten Aretas, und jetzt kommt ein interessantes Wort, wenn wir ein bisschen hier trockene Materie, Sprache studieren. Aber es ist sehr interessant. Aretas, Wohltaten, dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Aretas ist ein hochinteressantes Wort. Bitte macht eure eigenen Wortstudien. Spannend. Man muss nicht Griechisch können, man kann einfach gute Nachschlagewerke kaufen. Ich empfehle für jemanden, der sich gar nicht damit auskennt, den Elberfelder Sprachschlüssel. Das Neue Testament, mittlerweile gibt es auch das Alte Testament mit Sprachschlüssel. Fantastisch aufgebaut für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt hat, aber einfach mal Wortstudien machen möchte. Aretas, Luther übersetzt das hier mit Wohltaten, hat die Grundbedeutung von moralischen Charaktereigenschaften. Buchstäblich, moralische Charaktereigenschaften. Die, und ich zitiere hier nur aus Wörtern wie Friberg, oder von, ja, vom Thayer-Lexikon. Moralische Charaktereigenschaften und in einem anderen Nachschlagewerk, die sich durch göttliche Kraft manifestiert. Oder wie das griechische Sprachlexikon von Thayer meint, ich zitiere, seine Vollkommenheit, die in unserer Berufung und im ganzen Werk der Erlösung zum Vorschein kommt. Wow! Das ist eine Definition von keinem Adventisten. Ich weiß noch nicht mal, ob er bibelgläubig war, dieser Mann, der hier das sprachwissenschaftlich analysiert hat. Ich wiederhole. Die Wohltaten zu verkündigen, meint im Wesentlichen seine Vollkommenheit, ich zitiere, die in unserer Berufung und in unserem ganzen Werk der Erlösung zum Vorschein kommt. Ist es nicht genau das, was Petrus schreibt im 1. Petrus 1, 5, wo er sagt, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, die Rettung, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Vers 6, darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchung betrübt worden seid. Die Bibel macht es uns hier klar. Es gehört zum Plan Gottes.
Nicht, dass ich leide. Es steht in der Bibel ganz klar, Gott hat keinen Gefallen daran, dass der Sünder stirbt, leidet, Krankheiten erlebt. Gott gefällt das nicht. Aber es gibt etwas, einen fantastischen Plan, dass Gott darin, in der Betrübung und in der Versuchung, Dampf abzulassen und sich daraus quetschen zu wollen aus dieser Situation, dass wir sie erdulden, bis Gott den Plan zur Vollendung führt. Ich komme noch konkreter drauf. Es ist in 2. Korinther 5,20 dieses kleine Wort Hyper anstelle oder wie Luther übersetzt, statt. Gott ermahnt durch uns, steht dort. 2. Korinther 5,20, wo es darum geht, wir sind Botschafter an Christi statt. Da heißt es, Gott ermahnt durch uns. Genau genommen steht dort anstelle von uns. Nun, ganz kurzer Exkurs. Was passierte, als Jesus Christus seinen Leidensweg antrat? Der begann eigentlich schon in seiner Kindheit. Das heißt, im Leben Jesu schon seit seiner Kindheit wurde er von anderen gemobbt. Er war einfach anders. Jesus hat von klein auf, musste er lernen, sich auf Gott zu verlassen und nicht auf Menschen. Nicht mal auf seine Verwandtschaft, denn seine Halbbrüder gehörten zum Teil zu den Schlimmsten. Nun, wenn wir darüber nachdenken, was hat Gott getan dadurch, dass Gott, Jesus Christus, seine schlimmsten Momente erduldet hat und nicht Dampf abgelassen hat und daraus geflohen ist, sondern dass er diese Situation erduldete. Was ist dadurch passiert? Es sind bisher Millionen von Menschen zum Glauben gekommen und gerettet worden dadurch. Denken wir so weit? Oder denken wir nur daran, dass unser Druck endlich aufhört? Oder können wir vielleicht vorstellen uns, dass Gott einen Plan hat, dadurch nicht, dass wir leiden. Das ist krankes Denken. Gott hat nie Leid eingeplant in das Leben von uns. Er will das nicht. Er hat es noch nie gewollt. Aber Gott hat einen Plan, dass man durch das Leid, im Leid, wenn wir den richtigen Weg wählen, nicht unseren Kampf, sondern ihn kämpfen lassen und nicht gegen das Leid und nicht gegen den Hass und nicht gegen Verfolgung, sondern in der Verfolgung, im Hass, im Leid, warten, was Gott tun will. Hier steht, er ermahnt durch uns, die ihr eine kleine Zeit betrübt werdet. Er ermahnt durch uns. Im postmodernen Wohlfühlevangelium natürlich spielt das alles keine Rolle. Deswegen hören wir auch darüber nichts. Da geht es darum, fühl dich gut, nimm Jesus, Party. Es spielt Ermahnung kaum noch eine Rolle. Warum auch? Es gibt keine absolute Wahrheit mehr. Und jeder definiert die Wahrheit anhand seiner persönlichen Erfahrung. Das ist die Zeit der Postmoderne, in der wir leben. Christentum als eine Offenbarung von Konzerten, Konferenzen und Feiergottesdiensten. Auch wenn vielleicht ungewollt, aber unsere Flucht vor der eigenen Verwundbarkeit, bitte genau zuhören, dieser Drang zu fliehen aus meiner Verwundbarkeit, behindert das Evangelium in seiner Reichweite und Kraft, in meinem Leben und in den Leben, die Gott erreichen will durch mich. Oder durch dich. Bin ich bereit, Christi Herrlichkeit zu teilen? Ja. Alle reden von seiner Herrlichkeit. In jedem Lied, in jedem Feiergottesdienst geht es um die Herrlichkeit Gottes. Aber sind wir auch bereit, sein Kreuz zu tragen? Und Teilhaber seiner Leiden zu werden? Nicht masochistisch, sondern um seines Namens willen. Um der Wahrheit willen, abgelehnt, verfolgt oder gehasst zu werden, wenn es passiert. Matthäus 5, lesen wir einen weiteren Text.
Was sagt die Bibel, wenn wir sowas erleben? Was ist das Natürliche einer modernen Gesellschaft, wenn du Hass, Mobbing, Kampf und Feindschaft und Hass und Bedrohung und Stalking und was es heute alles gibt, wenn wir das erleben? Was sagt uns die moderne Gesellschaft? Geh zum Psychologen, geh zum Psychiater, geh zur Polizei, geh zu dem, geh zu dem und lass dir helfen in deiner Seele. Ich provoziere bewusst ein bisschen. Schaut mal, was die Bibel hier sagt. Es ist Jesus, der hier spricht in der Bergpredigt. Der Arzt schlechthin, der Psychologe schlechthin. Es gibt keinen besseren Psychiater, wage ich zu behaupten, als Jesus Christus. Es gibt keinen besseren Rechtsanwalt als Jesus Christus. Er sagt ab Vers 11, selig seid ihr. Und ich muss nochmal sagen, was selig bedeutet. Wer weiß es noch? Was habe ich vorhin gesagt? Was heißt das Wort selig? Glücklich. Jetzt hören wir mal dieses Paradoxon. Glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch. Da ist das ganze Paket zusammen. Wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost. Das hört sich krank an. Wie kann man fröhlich sein? Wie kann man Trost erleben unter Verfolgung, unter übler Nachrede, unter Schmähungen? Jesus sagt nicht, versuch es. Test es mal aus. Das ist mein 5-Minuten-Heilprogramm. Direkt aus dem Himmel, frisch. Nein, er sagt, er gebietet es. Es ist ein Gebot. Er sagt, fühl es nicht, dass du so denken kannst und so fühlen kannst. Er sagt, tu es. Sei fröhlich. Es ist eine Entscheidung im Gehirn, liebe Freunde. Die muss ich hier treffen. Als die Frau, die gekrümmte Frau zu Jesus kommt, die 35 Jahre lang gekrümmt läuft, so gekrümmt läuft, und Jesus sie im Gottesdienst stört und sie plötzlich vor Jesus steht. Was macht Jesus? Er ruft sie zu sich, er sagt, Frau, komm. Dann legt er seine Hand auf sie und sagt, richte dich auf. Was wäre geschehen, wenn die Frau gewartet hätte, bis sie fühlt, dass sie sich aufrichten kann, bis sie die richtigen Gefühle hat? Was wäre geschehen, wenn die Frau gewartet hätte, wenn der Mann am Teich Bethesda gewartet hätte, bis ein Beweis da ist, dass es mir besser geht? Als Jesus sagte, nimm dein Bett, steh auf und geh. Was macht der Mann? Er gehorcht, er nimmt sein Bett und plötzlich, während er sich entscheidet, das Bett zu nehmen, kann er plötzlich laufen. Die Frau richtet sich auf. Nicht, weil sie es gefühlt hat, sondern weil sie Gott gehorcht hat. Sie hat auf Gottes Wort gehört und deswegen konnte sie sich plötzlich aufrichten. Und das ist für mich eines der schönsten Beispiele dieser Frau. Es gab viele Kranke, es gab Tote, die Jesus auferweckt hat. Aber diese gekrümmte Frau ist für mich eine der besten Bilder in der Bibel für gekrümmte Lebenshaltung. Wenn jemand gekrümmt ist, ist das sagt nicht nur was aus, dass ich hier am Kreuz was habe. Es gibt Menschen, die haben nichts am Kreuz und die laufen trotzdem gekrümmt. Psychisch gekrümmt. Depressiv. Und man wartet so sehr, dass es einem besser geht. Man wartet so sehr, dass endlich mal die Sonne hochkommt und man anders sich fühlt. Jesus sagt aber, wenn du Verfolgung erleidest, wenn du Widerstand, Verleumdung, Hass, was immer du erlebst, sein Wort ist, glücklich bist du. Sei fröhlich und sei getrost. Es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Vers 13. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Das heißt, Gott hat einen Plan mit uns. So wie Gott sich in Christus verherrlicht hat, und wo wurde Jesus am meisten verherrlicht? Wo? Wann? Als er nach Jerusalem einzog und die Menschen mit Palmzweigen ihn gefeiert haben? Wo wurde er am meisten verherrlicht? Wo wurde Gott am meisten erhoben?
als er am Kreuz hing. Als der Satan sich für einen Augenblick gefreut hat. Dort wurde Christus am meisten verherrlicht. Dort wurde Gott, sein Vater, am meisten verherrlicht. Nicht als König auf einem Thron, nicht mit Palmzweigen ihn feiernd nach Jerusalem. Ja, Jesus hat sich das gefallen lassen, aber wusste ganz genau, die Leute, die jetzt ihn bejubeln, die werden in kürzer Zeit, werden sie rufen, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Er wusste das. Die Verfolgung und der Hass gegen Jesus auf Golgatha hatte dort seinen Höhepunkt. Und es war aus menschlicher Sicht komplette Niederlage. Gekrümmt, gebeugt. Und so sehen wir die Kruzifixe, wenn sie irgendwo hängen an Kirchen und auf Straßen. Wie hängt dort Jesus? Wie hängt er dort? An jedem Kruzifix, wie hängt er dort? Er lässt den Kopf hängen. So. Die Bibel sagt uns aber was ganz anderes. In Johannes 19 steht, er senkte sein Haupt erst, als er starb, als sein Körper sein Haupt nicht mehr halten konnte. Vorher hat Jesus nicht am Kreuz gehangen, so. Er hatte seinen Kopf aufrecht. Ja, er schaute sogar nach oben zu seinem Vater und sprach mit seinem Vater währenddessen. In der schlimmsten Phase seines Lebens hebt Gott sein Haupt, Jesus sein Haupt, und er gibt dadurch eine Darstellung für die ganze Engelwelt, für die Dämonen, für die Menschen, die um ihn ringen. Zeigt er etwas, das in der tiefsten, tiefen Erfahrung des Hasses und des Widerstands, ja selbst im Angesicht des Todes, man sein Haupt erheben kann. Das ist der Grund, warum Hus sang auf dem Feuer. Dort am Kreuz schien Gottes Licht am allerhellsten. Und er bittet uns in Vers 14, ich lese weiter, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Leid und Verfolgung um Jesu Willen sind nichts, was wir zu überwinden oder dem wir auszuweichen haben. Ich wiederhole. Leid und Verfolgung um Jesu Willen, um der Wahrheit Willen, ist nichts, aber auch gar nichts, dem wir ausweichen sollten und dagegen ankämpfen. Es ist Teil der vollmächtigen Ausbreitung des Evangeliums. Denn es ist Gottes Plan, dass wir in Leid, in Anfechtung, in Verfolgung etwas offenbaren, was das Evangelium in keiner anderen Situation so wunderbar offenbaren kann, als in dieser Situation. Ich lese hier aus dem Zitat Wirken der Apostel, Seite 524. Gottes Fürsorge für sein Erbe ist unaufhörlich. Er lässt kein Leid über seine Kinder kommen, außer dem, was für ihr gegenwärtiges und ewiges Wohlergehen unabdingbar ist. Er wird seine Gemeinde reinigen, so wie Christus den Tempel während seines Dienstes auf Erden gereinigt hat. Und jetzt kommt die Aussage. Alles, was er über sein Volk durch Prüfungen und Schwierigkeiten über sie bringt, geschieht, damit sie eine tiefere Frömmigkeit und eine größere Kraft erlangen, um die Siege des Kreuzes weiterzutragen. Zitat Ende. Eine ganz andere Perspektive. Plötzlich geht Licht auf. Wenn ich diese Perspektive habe, nicht ausweichen, sagen, ich will das nicht erleben, sondern darin stehen und sagen, Gott lässt das zu, weil er einen größeren Plan hat, als ich sehen kann. Es steht in der Bibel, Gott lässt niemanden über seine Kraft hinaus versuchen, niemanden. Das war mir schon oft ein Trost, dieses Wort, denn ich wusste, ich gebe zu, ich habe auch manchmal versagt. Und das hat Schaden angerichtet in meiner Seele und in anderen Menschenseelen. Wenn ich versagt habe, wenn ich raus wollte, Druck ablassen wollte und wenn ich nicht diese Situation ertragen wollte, Ungerechtigkeit. Aber es war ein Fehler. Ich habe dadurch Gottes Plan durchkreuzt. Nun,
unsere Perspektive auf Leid, Bedrohung, Verfolgung und Erduldung von Anfechtungen, unsere Perspektive macht den feinen Unterschied, wie wir Dinge einreihen und wie die Geschichten ausgehen. Ich erlebte das so intensiv wie nie zuvor in der Wüste in Turkana. Ich weiß, einigen habe ich das schon gesagt, aber es war für mich eines der intensivsten, wenn nicht das intensivste Erfahrung nach meiner Taufe und der Geburt, meiner ersten Geburt, die ich erlebte. Das waren so die intensiven Erfahrungen, aber das war genauso intensiv. Als ich dort in der Wüste, wir zusammen als Team umhergingen, von einer Manyata zur anderen, von einem Dorf zum anderen, und wir evangelistisch tätig waren, es war für uns neue Erfahrung, wir kannten das Gebiet der Wüste noch nicht so sehr. Und wir gingen, und einer war zuständig für vielleicht einen Gesundheitstalk und der andere, und ich habe eine Predigt übernommen. Und wir haben dann gemerkt, dass überall dort die Leute gefangen waren, nicht nur von Alkohol und von Tabak, sondern viele von ihnen waren besessen. Und wir haben sehr schnell gemerkt, wir können gar nicht das weiter predigen, was wir uns gedacht haben, sondern wir müssen an die Basis gehen. Die Menschen müssen erstmal frei werden von dieser Bedrückung und von dieser Angst vor Geistern und Dämonen und von dieser Abhängigkeit, die dadurch herbeigeführt wird. Und es war wunderbar. Wir gingen und haben einfach eine der schönsten Dinge erlebt, auch dort. Ganze neuapostolische Kirche, die sich bis auf 3 oder 4 Glieder, die heute immer noch sonntags dort trommeln, zu viert in der Kirche, sind die restlichen heute alle Adventisten. Oder Erfahrungen wie eine Kirche in Mara, in einem Ort, wo eine ganze katholische Kirche zur Evangelisation kam, die durchgeführt wurde, und der Priester, nachdem er merkte, es sind einige Geschwister dort und es werden immer mehr Geschwister, katholische, die dorthin gehen zur Evangelisation, ihnen drohte und sagte, alle, die jetzt noch hingehen zu den Adventisten, zu der Evangelisation, die werden ausgeschlossen aus der Kirche. Daraufhin waren es noch mehr. Zum Schluss stand er buchstäblich alleine mit seinem Messdiener, allein in der Kirche, die waren alle bei der Evangelisation. Und was denkt ihr? Alle wurden sie ausgeschlossen. Und ich habe ein Bild, ich kann das jetzt euch nicht zeigen, wie auf einem Bild die gesamte ehemalige katholische Kirche dort steht und sie winken dort, alle getaufte Adventisten heute. Ihr könnt euch vorstellen, was für einen Hass Satan dort hatte. Und das hatte Konsequenzen. Bis dahin, dass ich mitten nach einer Predigt im Gebet attackiert werde von Satan und nicht mehr reden kann, nicht mehr gehen kann, nicht mehr stehen kann, ich kann nicht mehr sitzen, ich kann mich kaum noch halten, und dann merken Leute, sie nehmen mich ins Auto, und ich habe es schon mal erzählt, und ich kann tagelang nicht mehr essen, ich konnte nicht mehr reden, ich habe geredet wie ein gelaufen, wie ein Betrunkener. Warum? Weil wir von einer Manyata zur anderen erlebt haben, wie Menschen dort sich entschieden haben, frei zu werden von Bindungen. Und Satan es hasste und er alles aufbot, was ihm möglich war. Aber ich musste etwas lernen dort. Und ich habe mich erst gefragt, als ich dort dann lag, 5 Tage, 6 Tage fast, lag ich draußen unter freiem Himmel in einem Feldbett. Und ich konnte nicht mehr mitgehen. Die Gruppe ist weitergegangen. Meine Frau hat dann mich ersetzt. Und ich lag dort so. Und ich habe mir überlegt, warum passiert das? Warum? Jetzt, wo das geschieht, wo die Menschen sich entscheiden, jetzt, wo der Segen fließt, warum geschieht es? Und ich glaube heute fest, dass es zum Teil nicht nur wegen den Menschen passierte, weil sie sich entschieden haben, sondern weil Gott etwas zulassen wollte, um mich zu demütigen. Denn ich fühlte mich immer besser. Ich fühlte mich immer erfolgreicher. Ich fand es plötzlich so erhebend, dass Leute sich ständig entscheiden und wirklich ernst machen und sich entscheiden für Gott und für die Freiheit von Tabak und so weiter. Irgendwie stieg das mir in mir auf. Und Gott ließ es zu, dass der Teufel mich attackiert und ich im Bett liege und ich sehe, dass ich gar nichts vermag ohne Christus. Gar nichts. Was wäre geschehen? Und ich habe innerlich erst dagegen angekämpft. Ich habe mich geärgert und ich habe gedacht, warum passiert es jetzt, gerade jetzt? Aber
es sollte zum Segen werden. Denn in dieser Zeit, als ich lag, hat Gott mir gezeigt, wo mein Platz ist. Hinter ihm und nicht vor ihm. Und er schenkte mir einen Gedanken und eine Andacht und ein Predigtthema nach dem anderen, während ich dort auf dem Brett lag. Und nachdem ich wieder mich aufrichten konnte, habe ich verstanden, der Kampf ist nicht unser Kampf. Es ist nicht unsere Fähigkeit, unsere Fertigkeit, unser Redetalent, unsere Ausbildung, unser theologisches Equipment, unsere PowerPoints, unsere Beamers und Livestreams und was wir alles haben. Es ist allein, dass Christus wirkt und sich verherrlicht und den Kampf für uns führt. Gegen Hass, Verfolgung, Angriffen, Anfechtung, Okkultismus, egal was es ist sein Kampf. In Exodus 14,14 sagt er schon damals zu dem Volk Israel, der Herr wird für euch streiten und ihr sollt still sein. Nun, wir haben ja vorhin gehört, was wir von Jesus lernen können. Er tat seinen Mund nicht auf. Habt ihr schon mal gehört, dass euch jemand gesagt hat, Christsein bedeutet doch nicht, dass man sich alles gefallen lassen muss. Ich meine, man muss sich doch nicht alles gefallen lassen, nur weil man Christ ist. Schon mal gehört? Ich schon oft. Ist das biblisch? Ist das biblisch, dieser Gedanke? Als Christ muss man sich nicht alles gefallen lassen. Ich habe mal jemanden gefragt, wo steht das in der Bibel, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Und ich weiß, dass ich da selber schon versagt habe, weil ich plötzlich reinfalle in ein Muster, wo ich denke, ich muss jetzt da eine Wendung schaffen. Es stimmt nicht. Die Bibel sagt das Gegenteil. Nicht nur, dass Jesus seinen Mund nicht auftat, in keiner Situation tat er seinen Mund auf, sondern im Hohelied der Liebe im Neuen Testament, in 1. Korinther 13, was steht dort? Die Liebe glaubt alles. Sie duldet alles. Hätte das Jesus nicht praktiziert, wäre er in eine Koabhängigkeit gekommen von Satan. Und das wollte er. Er hätte nicht rauchen, nicht trinken müssen oder sonst irgendeine Sünde, Ehebruch oder sonst eine Sünde. Jesus hätte nur, es hätte Satan genügt, wenn er es schafft, dass Jesus in seine Koabhängigkeit kommt. Emotional wäre es schon ein Vergehen gewesen, eine Sünde gewesen. Aber das hat er nicht getan. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und jetzt komme ich in eine abschließende Geschichte, aus der wir sehr viel lernen können. Ich habe diese Geschichte gepredigt, viele Male gepredigt darüber, ohne das zu erkennen, was ich erst kürzlich, vor einigen Monaten erkannte, in diesem Studium dieses großen Mannes Davids und Elias. David ist eher bekannt in seinem Kampf gegen Goliath. Er weigerte sich, in einer menschlichen Rüstung zu kämpfen. Aber was ich am meisten lernte, war in dem Erleben des großen Gottesmannes Elias. Er erlebte nämlich eine furchtbare Niederlage. In einem äußerst wichtigen Moment der Geschichte Israels. Gott hatte gerade seine Herrlichkeit auf dem Berg Karmel in wunderbarer Weise offenbart. Elia begegnet dem Zorn des Widersachers in Person von Isabel. Sie wird das Werkzeug Satans, diese Frau. Was macht sie? Wir wissen es. Sie droht ihm mit Verfolgung und Ankündigung der Absicht, ihn zu töten. Sie sagt, mir geschehe dies und das, wenn du nicht bald bei diesen Propheten liegst, tot, die du hast töten lassen. Und jetzt passiert was Unglaubliches. Aber jetzt ist ganz wichtig, bitte denken wir mit. Es ist kaum verständlich, wenn wir nachvollziehen, dieser Mann steht dort alleine auf dem Karmel gegen Hunderte von Propheten, die in Ekstase sich ritzen, wie irre um einen Altar hüpfen,
Dieser Mann steht dort und betet nur ein einfaches Gebet und Feuer fällt vom Himmel. Wir können uns kaum vorstellen, dieser gleiche Mann, dieser Gottesmann, wie er plötzlich einknickt und seinen Auftrag verlässt und in die Wüste flieht und sich wünscht, tot zu sein. Wie nennt man sowas? Wenn man sagt, ich möchte am liebsten sterben, ich möchte tot sein. Manisch-depressiv oder wie soll man das nennen? Was war's, das ihn dort in die Wüste getrieben hat? Wer weiß das? Was war es? Was hat Elia, diesen Mann, in die Wüste getrieben, dass er sagt, lieber Gott, lass mich sterben. Ist besser so. War es der Hass? Oder war es vielmehr seine Geisteshaltung? Lesen wir mal 1. Könige 19, einige Verse daraus. 1. Könige 19, Vers 14. Bitte genau zuhören, als Gott ihn jetzt zur Rechenschaft zieht und er ihm sagt, Elia, was machst du hier am Berg Karmel? Die meisten Adventisten glauben, das ist genau der Ort, wo man seine Kraft holt, dort, wo das Gesetz gegeben wurde. Das ist nicht der Grund, warum er dorthin flieht. Und Gott hat ihm auch nicht befohlen, dorthin zu gehen. Er zieht ihn zur Rechenschaft. Zweimal fragt ihn, was machst du hier, Elia? Was hast du hier zu suchen? Und jetzt hört darauf, was er antwortet. Mit welchem Wort fängt er an? Schaut in eure Bibel, egal welche Übersetzung. Vers 14. Er aber sprach. Was ist das erste Wort, das er sagt? Vers 14. Ich. Wir brauchen noch nicht weiterlesen. Sein erstes Wort, als er Rechenschaft gibt, Gott ihn zur Rechenschaft bittet und sagt, was machst du hier, sag mal. Das erste Wort ist, und verrät ihnen, und verrät ihn selbst. Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein. Das habe ich mir in meiner Bibel angestrichen. Diese drei Wörter. Ich bin allein. Frage. Was passiert, wenn ein Schaf sich so verhält, nach dem Motto, ich bin allein? Es wird gefressen. Was macht das Schaf inmitten der Wölfe? Es presst sich an die anderen. Das Denken des Schafes in der Not ist nicht, ich bin allein, sondern genau das Gegenteil. Das Schaf rennt zu den anderen und sagt, wir sind zusammen. Gemeinschaft, Einigkeit. Zusammenpressen. Ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Das war sein Problem. Nicht der Hass, nicht die Todesandrohung. Keine theologischen Spitzfindigkeiten. Sein Problem war ich. Ihr seht, wenn ihr Laodicea studiert, dass Gott jetzt anstelle von Laodicea redet und fünfmal das Wort Ich kommt. Einmal du, aber ich. Du denkst, ich bin reich, ich bin satt, ich bin ich. Geschwister, was ist die Lösung? Rückt zusammen. Vor mehr als 100 Jahren gab Gott seiner Dienerin eine wichtige Botschaft, wie Gottes Botschafter vorangehen sollen. Ich lese aus Councils on Health, also Ratschläge für Gesundheit, Seite 517. Ja, und es hat was mit Gesundheit zu tun. Denn in Depression, in Angst, unter Verfolgungsangst, in diesem Nicht-Ertragen-Wollen der Anfeindung, des Schmerzes, der Verfolgung, wird der Mensch auch physisch krank. Das ist eine Frage der Zeit. Aber vor mehr als 100 Jahren gab Gott seiner Dienerin eine Botschaft. Ich möchte euch lesen. In Ratschläge für Gesundheit. Zitat. Rückt zusammen, sind die Worte unseres göttlichen Lehrers. Einheit ist Stärke, Uneinigkeit führt zu Schwachheit und zu Niederlage. Das war der Grund, warum Elia in die Wüste floh und Angst hatte vor Isabel. Und wir erleben jetzt die Fragmentierung der Gemeinde. Ihr Lieben,
die wir heute hier erleben. Wir erleben, die Gemeinde wird gespalten in liberal und konservativ. Was bist du? Liberal oder konservativ? Hat mich mal jemand gefragt, eine Schwester auf einer Veranstaltung. Bruder Taubert, du bist doch auch konservativ. Ich sagte, ich muss dich enttäuschen. Ich bin weder das eine noch das andere. Ich bin einfach nur ein Nachfolger Jesu, der die Bibel ernst nehmen will. Die Gemeinde wird gespalten in Trinitarier und Antitrinitarier. In Natur Jesu vor dem Fall und nach dem Fall. In stehende Beter und kniende Beter. Und ich sage euch, der Teufel freut sich nur darüber, weil das keine Stärke bringt. Ja, es gibt dazu theologische Aussagen, das ist nicht mein Thema. Die Bibel ist hier sehr klar in bestimmten theologischen Auseinandersetzungen, aber die Frage ist, ist das die Lösung? Der Teufel hat sehr viele Ablenkungsmöglichkeiten auf seiner Spielwiese. Und nein, es geht nicht darum, dass die Bibel, ich sage es nochmal, keine Antworten auf diese Fragen hat und keine Position, auch ich habe dazu eine. Sondern es geht darum, Geschwister, dass diese Angelegenheiten uns von der wichtigsten Frage ablenken, die wir uns jeder einzeln zu stellen haben. Bin ich mit dem Heiligen Geist getauft? Hören wir ein Zitat. Und wir nähern uns dem Ende dieser Studie, aber auch der Zeit, der Weltgeschichte. Und so beginnt das Zitat. Ich zitiere, für die, die das nachlesen wollen, ich zitiere aus Christliche Leiterschaft, Seite 11. Wir nähern uns dem Ende der Weltgeschichte und Gott ruft alle auf, alle, impliziert das liberal und konservativ, impliziert das stehende und kniende Beter, alle meint alle. Gott ruft alle auf, die Fahne mit der Inschrift zu erheben, hier sind die, die die Gebote Gottes halten und haben den Glauben Jesu. Er ruft sein Volk auf, in vollkommener Harmonie zu arbeiten. Er ruft die Gemeinde auf, ihren vorgesehenen Auftrag zu übernehmen und den Maßstab wahrer Reform in ihrem eigenen Umfeld hochzuhalten. Alle müssen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Wie viele? Alle. Auch die Prediger? Auch die Prediger. Auch die Besserwisser? Die besonders. Alle sollten von tadelnden und herabwürdigenden Äußerungen Abstand nehmen und sich Christus nähern, damit sie die schwere Verantwortung, die Christi Botschafter mit Jesu tragen, wertschätzen können. Die Liebe, und jetzt kommt die Lösung, hört das. Die Liebe zum eigenen Ich. Womit fängt die Liebe an? Ich habe für dich geeifert. Die Liebe zum eigenen Ich, Stolz und Selbstgenügsamkeit bilden die Grundlage für die größten Schwierigkeiten und Auseinandersetzungen, die es in der religiösen Welt je gegeben hat. Ups. Ich will raus aus der Schwierigkeit, ich will raus aus dem Hass, raus aus Verfolgung, ich will raus aus diesen Schwierigkeiten, aus den Auseinandersetzungen. Und hier steht, je mehr ich an mich denke, je mehr ich selbst raus will, desto mehr verbreite ich und vergrößere ich die Auseinandersetzungen, die Schwierigkeit, die es in dieser Welt gibt. Weil es sich immer wieder ums Ich dreht. Dann sagt sie weiter, immer und immer wieder sagte der Engel zu mir, und jetzt kommt's, rückt zusammen, sie sagt im Englischen, press together, exakt das, was die Schafe machen, wenn sie Wölfe sehen. Die hauen nicht ab vor den Wölfen, sondern sie bleiben unter den Wölfen, aber sie rücken zusammen. Seid eines Sinnes, sagt sie, seid eines Urteils. Christus ist der Führer und ihr seid Brüder und Schwestern. Folgt ihm nach. Nun, die letzte Frage bleibt offen in diesem Studium heute Abend. Was wird die Einheit bewirken, wenn die größten Probleme und Auseinandersetzungen und Hasstiraden über diese Welt ergehen wird, über Gottes Nachfolger? Was wird die Einigkeit bewirken? Woher kommt die Einigkeit?
Gemeinsame Party, gleiche Kleidung, gleiches Sabbatschulheft. Ich provoziere hier ein bisschen. Ich bin froh, dass wir nur eins mittlerweile haben, wobei es gibt ja immer noch viele. Aber was ist es? Hört mal dieses Zitat. Es hat mich umgehauen. Zeugnisse Band 6, 401. Wenn der Sturm der Verfolgung wirklich über uns hereinbricht, werden die wahren Gläubigen die Stimme ihres guten Hirten hören. Jesus sagt in Johannes 10, meine Schafe hören meine Stimme. Dann geht es weiter hier. Selbstlose Anstrengungen werden unternommen, um die Verlorenen zu retten. Und viele, die sich von der Herde verirrt haben, werden zurückkommen, um Christus, dem guten Hirten, zu folgen. Die Gläubigen werden näher zusammenrücken und dem Feind eine geschlossene Front bieten. Jetzt kommt's. Angesichts der allgemeinen Not wird es kein Streben nach Macht mehr geben unter seinen Nachfolgern. Es wird keinen Streit mehr darüber geben, wer als der Größte anzusehen sei. Haben wir gut zugehört? Was wird das verursachen, dass wir diesen Zustand erreichen? Keiner will mehr den anderen belehren und führen und der Größte sein. Es wird kein Streit mehr geben über wer hat Recht. Und Recht heißt, ich bin größer als du. Was wird es verursachen? Das Leid, das über diese Welt kommen wird und über uns. Gott möchte uns dadurch retten. Mein Appell heute ist ganz einfach. Wenn wir als Christen, wenn wir als Nachfolger und Christi Botschafter gemeinsam handeln und als Einheit unter der Leitung, ja von wem denn? Des Heiligen Geistes, dasselbe eine Ziel haben und uns vorwärts bewegen würden, dann würde die ganze Welt in Bewegung gesetzt werden. Es würde sich wiederholen, was die Apostel, 12 Apostel gemacht haben. Die haben Asien auf den Kopf gestellt. Eine Handvoll Männer, natürlich auch Frauen. Wir hätten volle Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf uns. Einheit nicht durch gegenseitige Toleranz, sondern Einheit im Geist und in der Wahrheit, so heißt es in Johannes 4. Denn solche Anbeter möchte Gott haben. Und ein Wort noch an die Jugendlichen. Ich denke in TGM, bei euch sind ja hauptsächlich junge Leute. Aber auch an die anderen, die zuhören. Denkt nicht, ihr seid zu unerfahren oder zu jung. Jesus sendet nicht nur Schafe unter die Wölfe, sondern auch Lämmer. Lukas 10, Vers 3. Geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Es gilt nicht nur den Schafen der Auftrag. Nicht vor den Wölfen zu fliehen, sondern mitten unter die Wölfe zu gehen. Und wie viele Wölfe, unter denen ich auch einer war, wurden Schafe, weil in ihrer Nähe Menschen waren, die zur rechten Zeit nicht an sich gedacht haben und nicht geflohen sind vor Leuten, die mit abgeschnittenen Hosen, mit abgesägten Cowboystiefeln, mit Ohrringen und Tätowierungen vor ihnen stehen, die nicht geflüchtet sind vor solchen Leuten, sondern ihre Nähe gesucht haben. Schafe, die mitten unter die Wölfe gesendet werden. Darum geht es in TGM. Darum geht es, wenn man Missionar wird und ausgebildet wird und als Missionar. Nicht vor den Schwierigkeiten fliehen, nicht vor den Leuten, die uns nicht behagen, fliehen, sondern mitten unter die Wölfe gesendet zu werden, als Schafe. Schafe können Wölfe besiegen. Und besiegen meint nicht, sie fertig zu machen. Besiegen im biblischen Sinn heißt, sie zu Schafen zu machen. Was sollen wir nun hierzu sagen? Das sind die Worte Paulus. Und ich möchte mit den Worten Paulus schließen. Es gibt niemanden, der das besser formulieren könnte nach dieser Predigt, nach diesem Studium als Paulus. Und wer es mitlesen will, der kann gerne Römer 8 aufschlagen und dort ab Verse 31. Was sollen wir nun hierzu sagen?
Ist Gott für uns? Wer kann wider uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Und jetzt macht die Ohren weit auf. Trübsal? Oder Angst? Oder Verfolgung? Oder Hunger? Oder Blöße? Oder Gefahr? Oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen, und hier kommt bitte, hier kommt jetzt die Offenbarung des Planes Gottes, warum er uns einbezieht als Nachfolger in seine Schmach, in sein Leid, ja, wenn es sein muss, vielleicht in seinen Tod. Und wer weiß, wer unter uns jetzt hier zuhört, in der Zukunft selbst ein Märtyrer sein wird. Denn bevor die Gnadenzeit zu Ende geht, wird es noch christliche Märtyrer geben. Und vielleicht sitzt jetzt einer unter uns, der dazu gehören wird. Umso wichtiger diese Worte. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Und was macht das Schlachtschaf vor seinem Scherer und vor seinem Schlechter? Was haben wir heute gelesen? Was macht das Schaf? Helft mir. Was macht es? Es tut seinen Mund nicht auf, sondern lässt Gott Recht schaffen. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in diesem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, hören wir, auch nicht Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Geschwister, hier ist das Rezept. Hier ist die Medizin für das, was Jesus vorausgesagt hat, was geschehen wird in der Zukunft. Oder vielleicht jetzt schon in deinem Leben passiert. Hier ist die Medizin. Nichts kann uns trennen von der Liebe Christi. Gar nichts. Nun, was sollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wir wissen, dass er für uns ist. Er hat es in seinem Namen verankert, Immanuel. Gott ist mit uns. Die Frage heute Abend, die Frage jetzt in diesem Augenblick an dich, der du zuschaust, die wir hier sitzen, die Frage ist, in die ich mich einschließe. Nicht, ist Gott für uns? Die ist beantwortet, in 66 Büchern beantwortet. Ob Gott mit uns ist. Die Frage ist, bin ich mit Gott? Bin ich für Gott? Bin ich mit ihm? Und wenn du diese Frage mit Ja beantworten kannst und auf ihn schaust und nicht kämpfst gegen Schmach, Bedrohung, Schande, Tod, Verfolgung, Mobbing und sonstige Gewalten, die auf dich einwirken, sondern ihm den Kampf überlässt, so wird er das Versprechen wahrmachen. Ich werde für euch streiten. Ihr aber, ihr sollt stille sein. Wir wollen jetzt still sein und wir wollen gemeinsam beten und wir wollen Gott einladen auf unseren Knien und wir wollen ihn einladen, dass er uns diesen Glauben schenkt, dass er den Kampf, den guten Kampf, nicht nur für uns auf Golgatha gekämpft hat, nicht nur weitergekämpft hat durch alle Zeiten bis in die heutige Generation, sondern dass er diesen Kampf bis zum Ende für uns entscheiden wird, wenn wir das wollen und wenn wir uns dafür entscheiden. Und ich lade uns ein, alle, die das wollen, dass wir uns gemeinsam beugen und dass wir Gott einladen, dass er uns das Realität werden lässt. Vater, wir beugen uns vor dir. Herr Jesus Christus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist,
als unser Erlöser, als unser Freund, als unser Herr, als der gute Hirte, aber auch als der Herr der Herrscher, als der König aller Könige. Und du hast dich entschieden, als du in diesen Kampf eingetreten bist gegen die Finsternis, gegen den Hass, gegen Verfolgung, gegen Tod und all das, was du erlebt hast, üble Nachrede. In all dem hast du dich erniedrigt. Du hast nicht zurückgeschlagen. Du hast nicht gedroht. Du hast auf Golgatha, hast du nicht den Menschen das Feuer angedroht, indem sie das taten, was sie taten. Du hast gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du hast dich vollständig und vollkommen herausgenommen aus der Koabhängigkeit, in die dich Satan führen wollte. Herr, bitte vergib uns, wo wir auf Menschen geschaut haben. Vergib uns, wo wir uns abhängig gemacht haben von dem, was Menschen uns angetan haben. Wo wir dadurch nicht nur selber gelitten haben, sondern auch dein Heil behindert haben in uns und an uns. Und auch durch uns für andere. Denn wir sind ein Schauspiel geworden und die ganze Engelwelt schaut darauf, wie wir leben, handeln, reden und wie wir auch das erdulden, was wir zu erdulden haben in dieser Welt. Herr, wir sind, die wir vor dir knien, wer immer wir sind noch nicht bis aufs Blut getestet worden, sagt hier die Bibel. Oder wahrscheinlich die wenigsten von uns. Aber es kommt der Zeitpunkt, du hast es vorausgesagt, wo viele von uns vielleicht sogar unter den Märtyrern sein werden. Aber was immer wir auch erleben werden, jetzt und in der Zukunft, das wollen wir dir anbefehlen. Mit dem Wissen, was Paulus uns als Verheißung mitgibt. Nichts kann uns scheiden von deiner Liebe und dafür, dass du für uns bist. Du sagst durch den Propheten Jeremia in Kapitel 11, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Heils und des Friedens, damit ich euch Hoffnung gebe und Zukunft. Danke, Herr, für diese Verheißung. Wir freuen uns für diese Zukunft. Lass uns in deiner Stärke stark sein. Lass uns mit dir den Kampf, den guten Kampf kämpfen. Gläubig, sanftmütig und demütig zu sein. Selbst dann, wenn uns Unrecht widerfährt. Vergib uns, wo wir da versagt haben. Und bitte mach uns rein, damit wir Zeugen sein können an deiner Stelle. Wir loben dich und wir danken dir, dass du mit uns warst an diesem Abend und auch mit uns gehst durch diese Nacht. Und wir morgen gemeinsam weiter studieren dürfen, so du es willst und du uns die Kraft dazu schenkst. Danke, Herr Jesus, für diese Perspektive. Danke für die Perspektive weg von uns selbst auf dich, der du die Welt überwunden hast und auch uns gesagt hast, dass wir die Welt überwinden werden. Wir loben und wir preisen dich und das tun wir in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ja, wir schalten jetzt wieder zurück nach TGM und verabschieden uns hier aus unserem kleinen Ministudio im Schwarzwald. Und wir wünschen allen, die zugeschaut haben und euch besonders in TGM, wünschen wir Gottes Segen, seinen Frieden und einen angenehmen Ausklang dieses Abends. Gottes Segen und bis morgen früh.